Hi Leute und willkommen zu einem neuen Universe Unbox 2 Video auf meinem Channel. Im letzten Video habe ich euch ja mal gefragt, ob ich es mal machen soll, dass ich jeden Planeten in unserem Sonnensystem bewohnbar mache. Und da ihr das sehen wolltet, mache ich das Ganze heute mal. Sollte euch das Ganze gefallen, würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Damit seht ihr dann auch zukünftige Videos, die ich über das Spiel ja machen werde. Wie immer könnt ihr natürlich gerne auch auf meinen Discord joinen, bei der Community-Umfrage teilnehmen. Mehr kann ich jetzt am Anfang aber nicht sagen, fangen wir einfach mal an. Der erste Planet, den ich ein bisschen umgestalten will, ist der Merkur hier. Dazu tue ich jetzt einfach mal ein bisschen Wasser auf ihn. So sieht das Ganze jetzt schon mal ein bisschen besser aus. Wie ihr schon sehen könnt, ist der Planet hier von Grund auf eigentlich schon ziemlich heiß. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal ein, dass er hier einfach mehr Licht reflektiert. Das führt, wie ihr schon sehen könnt, schon dazu, dass das Ganze hier jetzt ein bisschen kälter wird. Als letztes gebe ich dem Ganzen jetzt einfach nochmal eine Atmosphäre. Wie ihr schon sehen könnt, ist es aber leider so, dass irgendwie der Merkur einfach sein Wasser verliert. Je länger das Ganze geht, desto mehr Wassermasse wird er hier wahrscheinlich einfach verlieren. An der Magnetosphäre kann es jetzt eigentlich auch nicht mehr liegen, weil ich stelle das Ganze gerade sogar mal größer als die der Erde ein. Die Atmosphäre habe ich jetzt auch einfach mal so eingestellt, dass sie so hoch wie bei der Erde ist. Egal wie hoch ich versuche die einzustellen, ich kann das Ganze hier scheinbar nicht ändern. Deswegen versuchen wir das Ganze jetzt einfach mal bei der Venus hier. Als erstes stelle ich mal ein, dass die Atmosphärenmasse nicht mehr so hoch ist. Die hat nämlich immer dazu geführt, dass die Venus ziemlich heiß gewesen ist und so kann es auf der auch gar kein Leben geben. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber irgendwie hat die Venus gerade ihre Atmosphäre wieder verloren. Ich hoffe gerade mal, dass ich es irgendwie schaffen kann, dass sie wieder auf eine normale Temperatur kommt. Wie ihr sehen könnt, habe ich es jetzt gerade geschafft, dass wenn ich hier die Atmosphäre ausmache, dass es hier halt sozusagen Lichter gibt und auch, dass es so eine Art Atmosphäre gibt. Ich habe jetzt einfach auch nochmal eine Magnetosphäre eingestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Temperatur jetzt irgendwie durchgängig bleibt oder ob die jetzt einfach nur noch fallen wird. Das Spiel ist leider heute ein bisschen verbuggt, deswegen kann ich das Ganze nicht ein bisschen genauer machen. Jetzt gibt es hier gerade eine Erdähnlichkeit von 90% und eine Lebenswahrscheinlichkeit von 23%. Auf dem Merkur ist das Ganze gerade 73 und 8%. Die Erde lassen wir jetzt einfach mal logischerweise aus. Dem Mars gebe ich jetzt auch einfach mal wieder ein bisschen Wasser. Ich hoffe jetzt einfach mal, das Ganze bleibt hier und das Ganze gefriert direkt. Die Erdähnlichkeit ist aber zumindest schon mal hoch. Die Atmosphäre erhöhe ich jetzt einfach mal auf eine Erdatmosphäre. Das hier ist übrigens der Olympus Mons. Das ist der zweithöchste Berg unseres Sonnensystems. Der ist nämlich dreimal so hoch wie der Mount Everest. Gerade erhöhe ich so ein bisschen die Atmosphäre, damit sich das Ganze auf jeden Fall ein bisschen mehr aufheizt. Leider hat das gerade aber kaum irgendeinen Effekt. Deswegen stelle ich gerade den Infrarot-Emissionsgrad ein bisschen hoch, damit der Treibhauseffekt hier stärker wird. Leider war das höchste, was ich hier hinbekommen habe, nur ungefähr minus 4 Grad. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich deutlich kälter sein als auf der Erde. Aber wie man ein bisschen sehen kann, kann es zumindest ein wenig Städte geben. Daher finde ich, ist das Resultat zumindest noch okay. Das gibt uns jetzt aber wahrscheinlich ein Problem, wenn man zum Jupiter hier kommt. Als erstes nehme ich dem mal das ganze Gas hier weg. Wie man sehen kann, ist er gerade deutlich kleiner geworden. Er hat aber immer noch 318 Erdmassen. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir jetzt versuchen, Wasser hier drauf zu tun. Das Ganze gefriert, wie man sehen kann, schon direkt. Und das Problem ist, ich habe ihm gerade hier eine Atmosphäre gegeben, ist, dass ich den Treibhauseffekt vielleicht gar nicht mal so weit erhöhen kann. Ich kann vielleicht noch ein bisschen was einstellen, indem ich den Effekt hier so ein bisschen verändere. Aber das macht, wie man sehen kann, auch eigentlich kaum was an seiner Oberflächentemperatur. Wenn ich das Ganze hier versuche höher zu stellen, dann fliegt das Ganze eigentlich nur direkt runter unter die 0 Grad. Und wahrscheinlich wieder zu über minus 100 Grad. Was mir auch aufgefallen ist, dass irgendwie mein Bildschirm hier so ein bisschen rumbackt. Ich weiß tatsächlich nicht, woran das Ganze hier liegt. Ich denke mal nicht, dass ich das Ganze großartig ändern kann, indem ich hier einfach die Atmosphärenmasse erhöhe. Der Treibhauseffekt geht trotzdem irgendwie immer weiter runter. Daher heißt das wahrscheinlich, dass ich den Jupiter hier nicht auf diese Weise terraformen kann. Hier könnt ihr jetzt gerade sehen, was wir so ein bisschen gemacht haben, und zwar die Venus und der Mars hier. Der Merkur hat leider wieder sein Wasser verloren und die anderen Planeten hier sind einfach zu weit weg, um dass es hier Leben geben kann. Ich finde es aber sehr interessant, wie sehr sich die Größe von den Gasplaneten ändert, wenn man ihnen einfach das ganze Wasserstoff wegnimmt. Ich werde vielleicht nochmal ein Universe Sandbox 2 Video machen, wenn wir die 30 Likes schaffen. Schreibt mir dafür auf jeden Fall auch mal gerne Ideen in die Kommentare. Mehr kann ich heute im Video eigentlich nicht sagen und ciao!